Sehr, sehr viele Menschen haben mit Einschlafproblemen zu kämpfen und ich habe schon einige Videos dazu gemacht. Hier ist nochmal eine interessante Technik, ein schöner Tipp für dich, wie du es vielleicht auch noch hinkriegen könntest, in Zukunft sehr gut ein- und durchzuschlafen. Und zwar, wenn man sich jetzt mal betrachtet, was passiert eigentlich kurz vor dem Einschlafen? Wir wälzen Sorgen, wir gehen irgendwelche Probleme durch, Rechnungen, die nicht bezahlt sind, die Kinder, die krank sind oder allerlei Dinge. Wir Menschen sind halt einfach so, dass wir uns viel zu gerne auf das Negative fokussieren. Und wir kehren das Ganze heute mal um mit einer Technik, die ich von Jesse Elder kennengelernt habe. Den jungen Mann verlinke ich dir und seine Facebook-Seite in der Videobeschreibung. Und der Jesse erzählt das so: Du brauchst Zettel und Stift. Und wenn du abends im Bett sitzt, kurz bevor du einschlafen möchtest, nimmst du Zettel und Stift und schreibst 3, 4, 5 Dinge auf, die dir heute Gutes widerfahren sind. Positive Dinge, die dir Freude bereitet haben, die dich motiviert haben, weiterzumachen. Und während du diese 5 Punkte durchgehst, versuchst du, das Ganze nochmal zu erleben. Also das durchzugehen, was fandst du toll daran, wie hast du dich gefühlt, dass die Emotionen hochkommen, dass so manche Glückshormone vielleicht ausgeschüttet werden. Und da gehst du jedes Erlebnis einzeln durch. Warum maximal 5 Dinge? Weil du sonst deinen Fokus zu doll streust. Du sollst einfach wirklich auf die Punkte konzentriert bleiben. 3 bis 5 Sachen, die dir heute richtig Spaß bereitet haben, die dich motiviert haben, wo man dich gelobt hat, wo irgendwas Tolles in deinem Leben passiert ist. Und das kurz vor deinem Einschlafen. Damit passiert Folgendes. Denn das hast du bestimmt so oft schon erlebt, aber halt leider im Negativen, dass die Gedanken, die du so kurz vor dem Einschlafen manifestiert hast, dass die sich ins Unterbewusstsein gespielt haben und dann auch in deine Träume. Und dementsprechend kamst du am nächsten Tag schlecht raus, hast kein gutes Gefühl gehabt, warst im Prinzip schon platt, bevor der Tag überhaupt begonnen hat. Und wir machen das jetzt genau umgekehrt. Du sagst, 3 bis 5 positive Dinge schreibst du dir auf, gehst sie nochmal gedanklich durch, fühlst die Emotionen nochmal nach und gehst mit diesem Positiven in den Schlaf. Und du wirst ruhiger schlafen, du wirst unter Umständen die geilsten Träume deines bisherigen Lebens haben, weil du jetzt dein Unterbewusstsein programmierst auf Positives. Und dein Körper kann sich ausruhen, während dein Geist einfach weiterarbeitet, sich weiterentwickelt, aber ab jetzt im positiven Sinne. Ich wünsche dir dabei die maximal möglichen Erfolge. Solltest du Fragen dazu haben, schreib sie mir in die Kommentare. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.